Wir gehen das letzte Rennen an und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Das ist eine echt beschissene Startposition für uns, viel zu weit hinten. Trulli auf der 7 ist auch zu weit hinten. Aber immer noch bedeutend besser als Platz 13. Hab jetzt irgendwie auf Regen gehofft. Qualifying trocken. Streckenabhängige Standardeinstellung. Qualifying-Einstellung fürs Rennen verwenden. Na bitte nicht, das lief nicht so gut. Kann man gar nicht abwählen. Gewählte Einstellung für Renntrocken. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Immer noch eingestellt. Stellen wir jetzt Erster. Erstens ist es nass, zweitens, es werden drei verschiedene Reifenmischungen gefahren. Keiner fährt auf den Monsun. Wow. Das wird ein interessantes letztes Rennen für Jordan. Es geht gleich los. Wieso regnet das jetzt? Jeff? Das ist aber mal interessant. Drei verschiedene Reifenarten. Noch sehe ich nichts, was für Regenreifen sprechen würde, auch nicht für Inters. Oh, untersteuern. Und zwar deutlich. Oh, hier, na, noch nicht mal gischt. Entschuldigung, aber es bremst ihr alle hier so stark. Ich kenne das eigentlich. Scheiße, jetzt habe ich den Jaguar rausgeschoben. Zu Regenbedingungen habe ich noch gar nicht gesehen, es ist nass. Jetzt muss die Nase ganz geblieben. Wir haben nur einen weggeschoben. Oh Mann. Also noch sehe ich überhaupt keine Regenreifen. Oh, ich glaube, Michael Schumacher hat Regenreifen, dann wird er reinkommen müssen. Oh, hier ist was für Regenreifen. Und es ist sehr nass. Aber nicht unfahrbar für die Trockenreifen mit vier Rillen. 130R und voll nass wäre gemein. Sieht nicht danach aus, hier kann man mit Vollgas durchfahren. Der Unterboden setzt wieder fleißig auf, gefühlt aber nicht ganz so stark wie im Qualifying. Oh, untersteuern. Was ist das da vorne von der komischen Wand? Da ist schon sowas wie eine Ideallinie zu sehen. Das ist immer noch jetzt da hinter uns schon. Ich wollte neben uns sagen, aber da war er auf einmal hinten. Ich denke, die Regenreifen werden komplett falsch sein, da hat jemand komisch gebremst, womöglich der BRR. Also meinem Gefühl nach haben gerade die Autos einen Vorteil, die auf Trockenreifen sind. Wir gucken uns gleich mal an, wer auf was fährt. Zweimal Regenreifen, Trockenreifen. Button dürfte die beiden bekommen können. Der Intersnick, der quält sich ja einen ab. Trulli ist sehr gut bereift. Leider ist der Ralf Schumacher gut bereift. Der ebenso. Und hier vorne ist Michael Schumacher, der ist komplett fair am Platz mit seinen Reifen. Barrichello ist eigentlich auch nicht ganz richtig, aber ist immerhin auf der 1 und Häkkinen mit gefühlt besserem Reifen ist nicht weit weg. Michael Schumacher hält auf.
Schade, dass vor uns so viele Trockenreifenfahrer sind. Der da rosa ist aus dem Rennen mit dem. Das war doch der geschobene, oder? Ich gucke jetzt nicht nach, warum. Hier ist ja nass, habe ich gerade gesehen. Sehr nass sogar. Wo kommt denn das her? Das Auto davon hat nämlich Wasser aufgewirbelt. Huiuiui. Sehr nass, aber eine Ideallinie ist zu sehen. Muss man aber auch erstmal treffen. Greift der BMW Williams ernsthaft den Sauber wieder an? Weil er hier mal kurz die besseren Reifen hatte. Immerhin verraten uns die Vorderleute, wenn sie Wasser aufwirbeln, wo es sehr nass ist, bevor wir da sind. Häkkinen ist gerade der Schnellste. Der auf Platz 2 fahrende. Dieser Breiter bei Cover 1, der dann irgendwann verschwindet. Na, hier scheint der Narose rausgeflogen zu sein. Hier waren Spuren. Kimi kann uns nicht ganz folgen. Button müsste vielleicht mal an dem vorbeifahren. Und er hatte die richtigen Reifen, der hat sich massiv abgesetzt. Das war der Sauber, der die falschen hat. Ja, Mist. Also hier werden alle Inters- und Regenreifenfahrer irgendwann reinkommen müssen. Die sind gerade viel zu lahm. Und das wird hier, denke ich, nicht feuchter werden. Frenzens aus dem Rennen. Fliegen die ab, weil es rutschig ist? Er steckt im Kies. Ohne Berührung zu weit rausgekommen. Häkkinen ist dran. Trulli, mach was, fahr vor. Ganz weit vor. Zwei auf einen Streich. Mit dem Inters-Fahrer vor uns. Den nicht so ganz quicken Nick. Aber hier dürfte er ja ganz gut gehen. Boah! Jetzt fahren wir hier im Nassen. Naja, geht schon wieder. Gefühlt kommt aber mehr Regen runter. Die Strecke wird aber trockener. Was soll denn das? Lass das doch. Wir sind hier vorne. Geh weg. Wo ist denn jetzt? Oder hinten gab es noch einen Schubser. Was, der ist ins Kiesbett? Ich dachte, der fährt neben uns. Ich wollte ihn wieder vorbeilassen. Der Jaguar einen Tritt bekommt. Okay, wenn Panis mal wieder hinter uns ist, lasse ich ihn vorbei. Was sieht da hinten aus? Bönk, bönk. Der Sauber und der Bennett. Entschuldigung, Jaguar, Entschuldigung, BRR. Oh, rutsch, rutsch. Also Unterboden wird uns in spätestens 8 Runden verabschieden. Der hintere zumindest. Warum wird denn das hier rutschiger? Optisch sieht's trockener aus. Ja, ich habe schon angemerkt, es sieht feuchter aus, was runterkommt. Die Strecke wird aber trockener. Ich
glaube, Michael Schumacher ist trotz falscher Reifen schneller als wir. Wobei Trulli ist da schon zu sehen. Er hält die weiter auf. Achtung, feuchter Löffel. Maustunterboden auf der Anzeige gelb, aber nicht mehr lange. Das Wetter so bleibt und da vorne langsame Fahrer sind, dann könnte das mit einer neuen Stoppstrategie, wenn andere, die die richtigen Reifen haben, nochmal rein müssen, ja trotzdem gut für uns ausgehen. Michael Schumacher im Kies, nehme ich jetzt mal stark an, und der Villeneuve. Wieso ist das hier auf einmal so extrem nass? Was für ein letztes Saisonrennen. Villeneuve und Michael Schumacher, ja. Oder war jemand auf Trockenreifen ungeduldig? Fragezeichen. Ja, er hat mich ja schon mal rangeschoben. Ich habe Panis versprochen, dass ich ihn vorbeilassen werde, wenn er hinter uns ankommt. Ich hoffe, er kommt nicht mehr an. Wir liegen gerade auf der 8. War jetzt ein Unterboden schon durch? Das muss ja dann der hintere gewesen sein. Es sah gerade im Augenwinkel rot aus auf der Fahrzeuganzeige. Beim Fahrzeugzustand. Also mich freut es, dass es nicht komplett trocken wird. Die Ideallinie ist komplett verschwunden. Ich finde es aber auch kacke, dass es gerade feuchter wird. Das freut nämlich einige Fahrer, die auf feuchteren Reifen unterwegs sind. Es ist nirgendwo mehr eine... Hier, Ideallinie zu sehen, doch. Aber es gibt jetzt mehr nasse Stellen als trockene. Wild. Oh, hier ist sogar komplett nass. Danke fürs Verraten. Krass, wie wir mit... Trockenreifen hier aber noch gut fahren können. Kein Aquaplaning. Hier ist sehr breit, sehr trocken. Ja, hinten ist Unterboden schon in Runde 5, wenn nicht sogar Runde 4 durch. Also wir haben jetzt Runde 5, jetzt ist es feuchter und wir kommen dem sauber näher. Also das besser näher als zuvor. Oh oh. 130, er ist nass. Ich will hier noch ein cooles Rennen erleben. Es scheint sehr wild zu sein, deswegen halte ich mich hier lieber zurück. Uiuiui. Trulli ist aber in den Punkten mittlerweile angekommen. Er hat Montoya hinter sich, Fragezeichen. Auf jeden Fall ist er in den Punkten. Warum sauber sind wir? Hier ist nass. Das ist komisch. Wir kommen dem Heidfeld, hier wo es nass ist, näher. Ist hier schon eher feucht. Vor einer Runde war es erst weiter hinten feucht. Also gerade müssen die Inters- und Regenreifenfahrer ein Vorteil uns gegenüber haben. Heidfeld kommt jetzt doch etwas weg, aber gefühlt an den falschen Ecken. Nämlich da, wo es trocken ist. Wobei ich das Gefühl jetzt beim Löffel nicht hatte. Oh, jetzt kommt hier schon Spray auf. In 130R. Das war vorhin noch nicht so.
vorhin vor einer Runde. Es kommen sogar Pfützen. Scheiße. Jeff wird sich irgendwann melden mit: Komm rein, die Reifen sind scheiße. Oh, ich wollte doch nicht zum Stop kommen. Ich habe gehofft, wir werden auf den richtigen Reifen sein. Michael Schumacher, der war weg. Der Vordermann mit seiner Gischt. Hatte den richtigen Riecher. Nur leider wurde er von Villeneuve abgeräumt. Kimi kommt näher. Jeff, Wetterbericht. Hier kommen Pfützen auf. Kimi und Alesi sind recht nah, aber damals war Kimi vor Alesi, als es zum Unfall kam. Kimi soll ja hinter uns bleiben. Boah, ist das langsam hier hinten. Verstappen ist aus dem Rennen. Aktuell dürfte auch Barrichello wieder die besseren Reifen haben und Hecki in die schlechteren. Heidfeld fährt uns jetzt auf jeden Fall davon. Der hat bessere Reifen, das ist Mist. Häkkinen an der Box als Trockenreifenfahrer, das ist gar nicht gut. Trudi kommt auch rein. Ich darf die Runde nämlich nicht rein. Scheiße. Aber es macht auch keinen Sinn weiterzufahren, außer die Bedingungen ändern sich bald. Da könnte ich jetzt nur spekulieren. Wenn ich reinkomme, falle ich auf jeden Fall zurück. Und wenn ich draußen bleibe und es bleibt so, dann fallen wir auch zurück, denn wir sind ja gerade klar langsamer als die Inters und Regenreifenfahrer. Ah, ich komme ins Kies. Ah, doch nicht. Haha, verarscht. Oder erst Panis. Hier kommt die Runde rein. Es fährt sich nicht gut. Vielleicht sogar Monsunreifen als Spekulation. Na, ich gehe auf Regenreifen. Vielleicht haben wir noch Glück und es fällt jemand aus. Also zwei, was fällt aus? Wow. Oh, da ist ja schon der Heidfels-Teamkollege. Ich wollte Heidfels-Teamkollege sein. Na, Kimi, das waren schnelle 5 Sekunden, ne? Boah, schiebt er uns an? Oder war das jetzt die Feuchtigkeit? Ich glaube, Ericsson hat uns getroffen. Habt ihr uns in der Box den Unterboden auswechseln? Ach, nass. Eigentlich dürften wir nicht so gut um die Ecken kommen, wie wir gerade um die Ecken kommen. Im Vergleich zu einem Regenreifenfahrer, aber da ist Grand Prix 4 doch ganz schön nett, wenn man mit den falschen Reifen unterwegs ist. Und wir sind komplett falsch unterwegs. Das wäre Trudis Chance gewesen, auf Regenreifen nicht abgeschossen werden, starten und dann uns abfangen, genauso wie eventuell BMW Williams. Das wäre es gewesen. Jeff hat uns nicht reingeschickt, deswegen geben die uns Trockenreifen. Nein, Regen hart, okay. Das getankt werden muss ja nicht. Wir sind ja mehr als gut bestückt. Wir haben 2 Plätze verloren. Wir waren mal Achter. Hui, es fährt sich ja schlimmer als Trockenreifen. Sind die noch nicht auf Temperatur oder was? Ich hoffe, Panis ist vor uns. Aber ich hätte ihn wirklich vorbeigelassen, wenn er hinter uns aufgetaucht wäre. Das fühlt sich ja aktuell beschissener an als mit Trockenreifen. Ich komme wieder rein.
So viele Pfützen wie hier sind, wäre es aber Quatsch gewesen, auf Inters zu gehen, zumal die Pfützen auch mehr werden. Gut, wir machen vielleicht das Setup, aber das dürfte jeder haben. Inters, der war noch nicht drin. Heidfeld hat halt noch seine Startreifen drauf, ansonsten fährt hier keiner freiwillig Inters nach dem Stop. Cool, die ersten beiden haben Inters drauf. Nicht ganz optimal, aber so ein bisschen. Trudy auf der 6. Kein BMW Williams in den Punkten. Reicht's aber nicht. Was cool wäre, wenn es nochmal komplett trocken werden würde. Das würde mich einfach freuen, weil das eine richtig schöne Abwechslung wäre. Ne, Minardi. Stimmt ja, Platz 9 an unser. Wie viele Pfützen hier sind, ist richtig nass geworden. Wo kommt denn der Regen her? Ist ja schön, dass der Wetterbericht auch mal daneben liegt. Trotzdem, wo kommt der her? Und schön, wie es beim Start 3 verschiedene Reifentypen gab. Nicht alle 4, nur 3. Panis ist hinter uns. Mist. Ah, gleich so vor uns. So ist das da. So, vielleicht liegt es daran, dass man so einen Reifen jetzt richtig sind oder die Regenreifen sind noch nicht auf. Blöder Frosch. Oder die Regenreifen sind noch nicht auf Temperatur. Boah, schon wieder gerutscht. Das ist so schlimm, hatten wir das auf den Trockenreifen nicht. Inters dürften mittlerweile falsch sein. Es ist zu nass. Es ist eine deutliche Pfützenbildung zu sehen auf und neben der DR-Linie. Alle Inters-Fahrer sind jetzt etwas angearscht. Heidfeld an der Box, bald ehemaliger Inters-Fahrer. Barrichello und Häkkinen sagen sich, nö, wir sind so weit vorne, wir probieren es weiter. Vielleicht wird es noch mal besser. Der Wetterbericht hat ja gesagt, es regnet gar nicht. Alonso muss sich mal im Rennen gegen Jordan verteidigen und dabei sind wir nicht ganz hinten. Er ist einfach recht weit vorne. Auf der 9 fährt er jetzt rein mit seinen Inters. Schade für ihn. Schade für uns, ich hätte mich gern drilliert. Oh, jetzt Kiesbett. Ja. Scheiße. Jetzt kommt Panis vorbei. Ich wollte ihm nur Platz machen. Ja, das war kein Fehler meinerseits. Hab mir vorhin rausgeschubst. Was ist denn hier los? Bei dem Ausflug. Ne, deine Reifen haben bei deinem Ausflug jede Menge Dreck aufgesammelt. Fahr vorsichtig. Gruß von F1 2000. Jetzt kommt Barrichello doch rein. Warum? Coolen Kids würden jetzt sagen, strugglen die anderen nicht so sehr wie wir. Wer fahren noch? Fahren die weiche Regenreifen oder was? Wir haben hier richtig zu kämpfen.
Nein. Wenn wir mal auf der Spur bleiben, scheinen wir so schnell wie der Jaguar zu sein. Quasi Erster. So langsam sollte man hier mal vom Gas gehen. Hat, musste der Vordermann bei 130 R gerade lupfen. Das interessiert mich jetzt mal. Ja, ja, okay. Er fährt Michelin-Regenreifen, deswegen sieht das Profil anders aus. Villeneuve, oder? Ja. Wir sehen hier gerade überhaupt keine Schnitte. Die fährt fast auf die Wiese. Da links. Wie nass die Strecke jetzt ist, es spiegelt sich richtig, richtig viele Pfützen sind da. Habt ihr mitbekommen, dass RTL in der nächsten Saison wieder 7 von 24 Rennen übertragen wird? Ich denke, ich werde nicht gucken, wobei Florian König und Christian Danner wäre schon cool, wenn die beiden wieder dabei wären, habe ich noch nicht geguckt. Die beiden vermisse ich schon nach wie vor, allen voran Christian Danner, die ist jetzt erst in der Box. Es ist noch nicht optimal, aber es ist auch besser als gar kein Rennen. Gar kein Rennen im Free TV ist für die Formel 1 in Deutschland richtig kacke. Je weniger freiempfangbare Rennen, desto mehr wird die Nische noch mehr zur Nische. Und in Deutschland sieht's, wie ich finde, richtig schrecklich aus mit der Formel 1. Kein Rennen, was ich aber verstehen kann. Das deutsche Team aktuell, das hat sehr wenig Deutschlandbezug. Audi wird kommen, okay. Mal gucken, am Ende in welcher Form. Ob so wie bei Alfa Romeo. Oder ob die dann doch mal mehr Bock auf Formel 1 haben. Sich mehr einbringen, als eben nur den Namen geben. Und damit auch Geld. Und ansonsten, deutsche Fahrer, Mick darf ja noch nicht fahren, darf noch nicht wieder fahren, was ich schlimm finde. Wir haben generell zu wenig Teams. Unabhängig davon, dass es Fahrer gibt, die in der Formel 1 fahren sollten, sind sowieso viel zu wenig Teams in der Formel 1. Ich will mindestens 12, bestenfalls 13 sehen. Bis das Andretti-Team reinkommt, dauert so noch etwas. Aber selbst dann hätten wir erst nur 11 und es ist noch kein neues Team in sich, zumal man neue sehr gut vergrault. Selbst Andretti lädt man sehr viele Steine in den Weg. Es müssen Formel 2 Meister auf dem Cockpit warten. Mick fährt nicht. Wir haben einfach zu wenig Autos im Feld. Deutschlandmäßig kommt nach Mick erstmal gar nichts. Ich hoffe immer noch, dass Vettel und Mick bei Sauber fahren werden. Wenn Audi da ist, das ist mein absoluter Traum. Ich denke nicht, dass es passieren wird, aber ich hoffe. Aber selbst dann, ein Hülkenberg wird auch nicht mehr ewig fahren. Da war von meinem Geschmack auch viel zu lange draußen. Mick ist gerade nicht dabei und dann kommt nichts. Ja, super. Kartsport ist nach wie vor schweineteuer. Sponsoren gibt es nicht, weil es gibt keine Präsenz in Deutschland. Es wird ja nicht mal in Deutschland gefahren. Wird auch nicht irgendwie gefördert. Weil, Kartsport, gut, könnte man auch elektrisch betreiben, aber Motorsport, Deutschland, das ist ja mittlerweile so ein
ekelerregendes Wort geworden. Nein, 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 das wird maximal nicht gefördert. Insofern sieht's schlecht aus für die Formel 1. Der erste Ansatz wäre, alle Rennen im Free-TV zeigen, damit das Interesse einfach steigt. Jetzt bräuchte nochmal so einen Michael Schumacher, der der Formel 1 in Deutschland einen richtigen Ruck gibt. Das ist schlimm, dass sich das einfacher nach Michael Schumacher so extrem ins Gegenteil entwickelt hat mit der Formel 1 in Deutschland. Als Michael Schumacher aufgehört hat, da hat Vettel noch in Serie gewonnen und später hat er sogar Rosberg noch gewonnen. Aber dann sind mehr und mehr Fahrer raus. Es gab keine Zweistrecken mehr. Es gab bald irgendwann gar keine Strecke mehr. Es gibt, besser gesagt, es gab keine Rennen im Free-TV. Jetzt gibt es wieder ein paar. Sieht auf jeden Fall traurig aus in Deutschland mit der Formel 1. Und dazu kommt, dass die Formel 1 in meinen Augen auch gerade nicht sehr attraktiv ist. Ich sag nur zum Beispiel DRS. Und viele andere Entscheidungen. Jetzt wird es wieder feucht, habe ich das Gefühl. Fazit auf jeden Fall. Die Formel 1 in Deutschland. Das passt gerade überhaupt gar nicht. Puh, dieser Drift. Häkkinen an der Box. Mhm. Wenn man bedenkt, was unter Michael Schumacher in Deutschland los war. Autsch, autsch, autsch. Trudy auch an der Box. Hat der Inters drauf? Zieht jetzt Monsunreifen auf? Trudy war ein Voran auf dem Treppchen. Jetzt wird gleich die Pause kommen. Das sieht nach auch Regenreifen aus. Das ist ein geplanter Stopp gewissermaßen. Komisch. Damit wird Trulli hinter den beiden BMW Williams landen. Warum hat man Trulli nicht genügend Sprit mitgegeben? Übrigens sieht es regelmäßig gerade einen Hauch besser aus, habe ich das Gefühl. Das war schon mal schlimmer. Es liegt jetzt nicht daran, dass vor uns kein Auto direkt fährt. Ich meine, es hat einen Hauch nachgelassen, das Geregne. Müsste ich Panis nochmal vorbeilassen? Ich habe mir ja vorher vorbeigelassen. Das muss ich jetzt mit mir ausmachen. Er muss erstmal wieder in die Nähe kommen, so wie wir gerade fahren. Sieht das machbar aus für ihn? Die anderen können doch nicht ein so viel besseres Setup haben. Die wussten doch genauso wenig wie wir, dass es hier nass wird. Das haben die doch erst gemerkt, als die in der Startaufstellung standen oder dahin gefahren sind. Was wir nicht bemerken konnten, war unser Autostand schon da, dass sie andere Reifen aufziehen müssen. Wir müssten jetzt ideal bereift sein. Es fährt sich aber schlechter als mit Trockenreifen, als es noch etwas weniger nass war, dann kann es nur am Setup liegen. Musik
Also Trudy beim ersten Stop nicht zu betanken war ein Fehler. Vielleicht hätte man so Baby Williams noch unter Umständen überholen können. Ja, auf Platz 2 am Ende. Boah, ich weiß gar nicht, wer den Vorsprung hat. Die hatten 8 Punkte Vorsprung, ne? Da gewinnen müssen Ralf Schumacher in der Box, das ist schon mal gut. Damit Trudy in der Fahrer-WM vor uns landet, was jetzt nicht so wichtig ist, müsste er entweder Zweiter oder Erster werden, wenn wir keinen Zähler holen. Er hat 5 Punkte Vorsprung. Wir haben 5 Punkte Vorsprung, so. Michael Schumacher, Ralf Schumacher vor uns. Michael Schumacher müsste noch hinter uns liegen. Weiß gerade gar nicht mehr, wen oben hatten. Ich hoffe, ich habe ihn nicht vorgelesen, weil das wäre doof. Vorlesen und sich das nicht merken. Bei Audi bin ich recht neutral gestimmt, also ich kann mit Audi jetzt eher nichts anfangen. Finde sie jetzt aber auch nicht kacke, also würde ich sagen neutral. VW finde ich echt nicht toll. Ist in meinen Augen ziemlich Klapperkisten. Im Familien- und Freundeskreis oder Bekanntenkreis, sagen wir so. Sind verhältnismäßig viele VWs geführt auseinandergefallen. Beim Parkhaus Scheibe runterlassen, fällt einfach mal die Scheibe raus, zum Beispiel. Mercedes finde ich ja generell ziemlich kacke. Liegt nicht daran, dass sie jahrelang auf der Erfolgsspur waren. Bei McLaren Mercedes konnte ich damit leben, dass immerhin Mercedes gute Motoren McLaren gegeben hat. Also McLaren finde ich super. Da konnte ich über Mercedes, ist wie ich finde, doof hinwegsehen. Und die Mercedes-Leute damals bei McLaren, wie zum Beispiel Norbert Hauck, die waren in Ordnung. Bei Mercedes, die stellen in meinen Augen Autos her, die nicht schön aussehen. Und in der aktuellen Formel 1, seitdem Niki Lauda nicht mehr da ist, finde ich Mercedes extrem unsympathisch. Allen voran wegen Toto Wolff. Keine Ahnung, wie er so privat ist, aber er gibt sich als Chef des Teams ziemlich unsympathisch. Tja, was haben wir da noch? Opel, in meinen Augen nie besondere Autos gemacht. Ich würde mich da eher neutral sehen. BMW hingegen finde ich super. Eigentlich müssten die in die Formel 1 kommen, für mich subjektiv betrachtet, wieder zurückkommen. Finde die Autos schick. Ich finde Need for Speed Most Wanted schick. Nee, BMW macht schon coole Autos, ich finde. Nehmst denen trotzdem etwas über, wie sie damals sauber fallen haben lassen, dass sie dem ganzen Projekt zu wenig Zeit gegeben haben. Aber an sich, ja, finde ich nur BMW in Ordnung in der deutschen Automobilbranche. Porsche ist, glaube ich, auf Platz 2, auch wenn die zu wem gehören? VW.
Schon ein Auto hinter uns, das ist Villeneuve. Ralf Schumacher ist gar nicht so weit weg, da ist ja Irvine vor ihm. Porsche, die gehören zu einem Konzern, den ich jetzt nicht so gut finde, aber das nehme ich jetzt der Marke an sich nicht so übel. Bin ich eher etwas positiv gestimmt. Ralf Schumacher setzt sich deutlich ab. Es wird ja von Runde zu Runde immer schlechter. Ich meine, der Regen hat sich in den letzten Runden nicht verändert. Gerade angesprochen, dass der Regen nicht weniger geworden ist. Jetzt würde ich sagen, weil es auch generell heller wird, der Regen hat auf jeden Fall nachgelassen seit meiner letzten Ansage. Ja. Es kommt mehr Licht durch die Wolken. Der Himmel sieht etwas im Hauch aufgerissener aus. Und es kommt weniger Wasser runter. Dafür kommt mehr Wasser hoch. Dieses automatische Lenken an der Stelle da. Okay, bleib auf Spur. Komisch. Komisches automatisches Lenken. Schon fies, oder? Villeneuve hat Michael Schumacher abgeschossen und Villeneuve dürfte noch vor Michael Schumacher liegen. Naja, was haben wir mit Panis gemacht? Michael Schumacher doch irgendwann mal vorbeigerutscht, weil er kommt halt überhaupt gar nicht an. Der fährt auch nicht immer noch mit unters. Ist auf jeden Fall nicht vor uns. Oha, nur 12. Ist nicht so weit weg, also er wird bis Rennende, denke ich, noch ankommen oder im Rückspiegel erscheinen. Aber das läuft ja gar nicht. Es hätte gut laufen können, besser laufen können ohne Villeneuve. Hier ist schon fast wieder Vollgas drin. Jetzt bitte nicht Trulli. Ich sehe kein Auto. Wir sind immer noch 9. Wie Villeneuve aber auch nicht an uns vorbeikommt. Dafür sind wir auf der Geraden zu schnell.
Jetzt kommt er vorbei. Mega Drift. Nee, kommt nicht vorbei. Montoya ist jetzt vor uns. Die beiden BMW werden schön außerhalb der Punkte. Der Himmel reißt mehr und mehr auf. Es kommt mehr Blau zum Vorschein. Okay, wir haben uns nicht berührt, er ist aber ins Kies gerutscht. Oh na, Panis, was mache ich denn jetzt? Das hat er selbst verbaselt. Aber erst sehr spät verbasel ich weiter sein Rennen. Da hätten kommen welche, die ihn potenziell brauchen können. Ich würde mich aber gerne noch duellieren, deswegen wollte ich jetzt sagen, hey, ich lasse ihn bis zur letzten Runde hinter uns, sofern es geht. Und lassen erst dann vorbei, aber dann... Andererseits, er wird nicht weiter nach vorne fahren können. Und BRR scheint... ein Auto zu sein. Die scheinen Autos zu haben, die hinter uns fahren können im heutigen Rennen, in der aktuellen Situation. Oh. Wenn er nicht rankommen würde, würde sich die Frage nicht stellen, aber er wird rankommen. Problem ist, ich habe ihn hier vorher nicht aktiv vorbeigelassen, das war ein Fahrfehler, deswegen kam er vorbei. Montoya ist aus dem Rennen. Was für eine beschissene Saison, der Holtenrad für ihn. Der wird die Saison auf jeden Fall hinter uns abschließen. Ralf Schumacher nicht, der wird vor uns bleiben. Wir sind gerade noch zwei Plätze weit weg von den Punkten. Vielleicht schalten wir noch zwei aus. Panis und Michael Schumacher, dann kommt Niagara. Der La Rosa kann es nicht sein, dann ist es Irvine. Ich habe vorhin gedacht, Irvine ist vor Schumacher. Es regnet gefühlt gar nicht mehr. Vollgas schon drin ist. Oh, zum Glück habe ich gelupft, das hat genau gepasst. Kein Gerutsche. Kimi vor uns, dann ist Ralf Schumacher in den Punkten. Ist aber nicht so cool. Wird es aber auch nicht mehr ausmachen. Die Blau-Weißen sind ja eh in den Punkten in der Konstrukteurswelle vor uns. Zweieinhalb Runden.
Hat wieder genau gepasst. Aha. Jetzt geht's sogar mal so weit, dass wir uns komplett wegdrehen. Panis ist vorbei. Wir sind einfach gleich drei Autos waren. Vier Plätze verloren. Aber immerhin noch besser als der Startplatz. Aber wieder habe ich Panis nicht freiwillig vorbeigelassen. Oh, hinter uns ist der Führende. Also klar, irgendwo hinter uns auf der Strecke wird er sein, aber er ist nicht weit weg hinter uns. Häkkinen gewinnt nochmal zum Abschluss sein letztes Rennen seiner Karriere. Oh, 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 wir beenden es vielleicht gar nicht. Boah. Die Bedingungen, die wir zu Beginn des Rennens hatten, die hätten einfach so bleiben sollen. Naja, man kann nicht alles haben. Button dürfte nicht mehr fahren, dann müsste hinterher Kinnen liegen. Dann sind wir wieder der, der das Rennen abschließt, wenn wir denn ins Ziel kommen. Macht einen Unterboden vorne, da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Sehen wir das nochmal? Hier ist eigentlich meine Lieblingsbodenwelle. Wo ist die eigentlich? Ne, sehen wir nicht mehr. Ich fahre mal auf die Wiese, dann sehen wir es vielleicht nochmal. Vorne ist noch gelb, okay. Trulli nochmal auf der 5. Häkkinen, Barrichello. War ja nicht absolut eingestellt. Das stelle ich doch. Selten um. Und wenn, dann speichert das dann auch nicht. Häkkinen, Barrichello, Coulthard. An Heidfeld auf der 4. Richtig gut. Trolli, Ralf Schumacher, Kimi, Michael Schumacher, Panis, Irvine, Villeneuve, Via.
Dann Button, Thomas Enge, Alonso, Bernoldi Jung, Fisico, Montoya, Ross, Verstappen, Frenzen, De La Rosa, ebenso. Dreimal wegen eines Unfalls oder einer Kiesfeststeckung und einmal wegen einer Reifenpanne. Oh, auf der 7. Als es noch trocken war, als wir die richtigen Reifen hatten, trotzdem ganz schön weit hinten. Ich hätte gedacht, wir holen mehr Punkte. M. Jordan mehr als eben die jetzigen 30. Hätte ich am Anfang gedacht, ohne jetzt mich auf eine Zahl festzulegen, aber 30 sind gefühlt ein bisschen zu wenig. Ich gedenke gerade noch an Ungarn, das ärgert mich richtig. Aber ansonsten habe ich ja jetzt nicht so extrem viel verschenkt. Michael Schumacher hat die 100 nicht geknackt, vielen Dank, Villeneuve. Montoya hinter beiden Jordan. Frenzen und Irvine mit Punkten, das ist schön. Leider haben wir unser Ziel nicht erreicht. 7 Punkte hinten dran. Wir gehen es einfach nochmal der Vollständigkeit halber durch. Und ich weiß noch nicht, bei welchem Team wir als nächstes fahren. Bei den letzten Malen hatte ich immer schon ein Team im Blick. Jetzt, es gibt ja nicht mehr so viele. Gibt es ja erstmal nur 2, die zur Auswahl stehen. Aber ich weiß noch nicht, welches ich von beiden nehme. Da werde ich mich noch selbst überraschen lassen. Im Jordan war es auf jeden Fall schön. Schade, dass es schon vorbei ist, denn der Wagen gefällt mir einfach und das Team. Und mal gucken, wo es in der nächsten Saison weitergehen wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.